Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Im letzten Video haben wir diesen Konvoi da, der vorne angelaufen kommt, besiegt. Da ich mich jetzt wieder an einen Gnadenpunkt gesetzt habe, ist er natürlich wieder da, aber er hat keinen Loot mehr für mich. Aber wir wollen jetzt diese Ruine hier erkunden, und zwar die Sturmblut-Ruinen. Ich bin gespannt. Wir säubern Schritt für Schritt eine Ruine und erkunden sie dann. Zack. Hier liegt wohl nix. Oha, sind das diese gefürchteten starken Hunde? Weil der hat mir gerade mit einem kleinen Bissen ganz schön viel Leben abgezogen. Ich nehme natürlich mein Schwert in eine Hand, damit er schneller zuschlägt. Ist zwar schwächer, aber sobald ich einen Hit habe, kann ich direkt nachsetzen und dann töte ich ihn ja auch wahrscheinlich. Meistens dann. Aha, also diese kleinen Schleimbatzen. Die könnt ihr natürlich am besten mit eurer Fackel töten. Wirklich mächtig. Was hat denn der dort gedroppt? Sobald sie sich aufblustern. Achso, so eine Knospe. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Zack. Schwere Bestienknochen. So, wir wollen erstmal hier in der Mitte diesen Bereich erkunden. Oh. Ah, zu spät. Wenn ich irgendwas mit richtig viel Feuerschaden hätte, mein Breitschwert, was ich habe, ist viel zu schwach. Das habe ich schon getestet. Boah. Ey. Das gibt's nicht. Alles nur Bestienknochen. Ja, immerhin habe ich einen Trank wieder bekommen. Oder Minimum einen Trank. Oder irgendwie eine Anzahl an Tränken. Aber hier geht's nach unten. Das möchte ich dann doch zuletzt machen. Konvoi unten, lass mir in Ruhe. Was ist denn das? Ist das ein Riesenschleimhaufen? Cool, das ist Phalanx. Ah! Probieren wir es halt mal so. Ist auch nicht mega mächtig.
Siehst du. Boah. Blöden. Yay. Ah. Eigentlich braucht man bei dem bloß Geduld, indem man jetzt spätestens nach dem zweiten Schlag ausweicht. Glassplitter, ein bisschen Knochen. Hat er hier wenigstens etwas? Goldene Rune 5. Jetzt gehen wir in den Keller. Ich denke, ich habe soweit alles. Hier gibt es ja nicht viel mehr. Oh, Boss sogar. Blutadliger. Ha, perfectly gedodged. Oh, das nicht. Oh Gott. Wow, das sah ja cool aus. Oh, raus aus der Suppe. Komm da raus. Nicht so schnell. Und in. Zack. Blutadliger. Habe ich auch noch nicht gesehen. Blutige Helix. Was muss das sehen? Sein Schwert? Langsam wird es echt schwer hier noch durchzusehen. Hier ist es. Zum Glück. Schweres Stoßschwert. Standardstich. Löst Blutverlust aus. 33. Braucht 16 Stärke, 19 Geschick und 17 Arkane. Stärke E-Skalierung. Geschick D. Arkan D. Aber man kann sie halt eben noch mit Kriegsaschen verändern. Unheimliches Stoßschwert mit gewundener Klinge. Gehört einem der Adligen, die dem Fürsten des Blutes dienen. Die Klinge bohrt sich in das Fleisch des Gegners und verursacht schwere Blutungen, aus denen der Lebenssaft elegant die Klinge entlang fließt. Der Lebenssaft. Einzigartiges Talent. Erhabene Finesse. Weicht elegant einen Angriff aus und geht auf Distanz zum Gegner, setzt mit einem starken Angriff nach, um einen schnellen Satz zu machen. Er führt mit einem weiteren starken Angriff einen Sensenschwung aus. Oh, das sieht gut aus. Boah. Boah. Nett.
Hat eine richtig gute Reichweite. Für eine Stichwaffe ist es ganz schön groß. Aber wenn es euch gefallen hat und vor allem auch geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Habe ich denn schon gezeigt, wo wir sind? Wir sind in der Sturmblutruine. Hier unten ist Dektus und hier oben sind die Sturmblutruinen. Ich glaube, ich habe es gezeigt. So oder so, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Macht's gut.